Hallo bei Bildner TV. Die aktuelle M200 von Canon ist die vielleicht beste Vloggerkamera ihrer Preisklasse. Stimmt, für alle, die Selfie-Videos auf YouTube veröffentlichen, ist die kleine Canon perfekt geeignet. Aber auch für ganz normale Videos von der Familie oder im Urlaub ist sie super. Wir zeigen euch, wie man die M200 fürs Filmen perfekt einstellt und was sie beim Filmen so alles drauf hat. Hallo, ich bin die Caro. Hi, ich bin der Christian. Ja, die M200 wird ja als Vloggerkamera beworben. Was kann die, was andere Kameras nicht können? Naja, was ich jetzt besonders cool finde, was sie wirklich absetzt von anderen Kameras als Vlogger-Kamera, man kann dieses Display hier hinten, das ist ein 3 Zoll Touch-Display, nach vorne klappen. Und ich kann die Kamera wirklich entweder so aufs Stativ stellen oder auch halten und sehe mich hier in diesem Display, sehe, was ich aufnehme, wie die Belichtung ist. Und ich kann auch über dieses Touch-Display, und das ist jetzt eine wirklich clevere Sache, ich kann hier über das Touch-Display die Aufnahme starten und stoppen. Also ich muss nicht irgendwie da hinten rumfummeln und den Record-Knopf drücken, sondern ich kann das hier ganz bequem über das Touch-Display machen. Und das ist eine coole Sache, die Kamera wirklich absetzt von anderen. Und deswegen ist sie als Vlogger-Kamera auch ganz gut geeignet. Okay, und dieses Kit-Objektiv, ist es auch für Filmen gut geeignet? Grundsätzlich würde ich sagen, ja, es ist jetzt nicht das lichtstärkste Objektiv. Dazu muss man ein bisschen erklären, je lichtstärker ein Objektiv ist, also je weiter ich die Blende öffnen kann, desto weniger Licht brauche ich, um auch in dunkleren Umgebungen zu filmen, also korrekt zu filmen. Das ist mal eine Sache. Die andere Sache ist, gerade fürs Vlogging ist ja immer ganz hübsch, wenn man sich selber filmt, also quasi ein Porträt von sich macht, ein Porträtfilm, dass der Hintergrund unscharf wird. Und je lichtstärker ein Objektiv ist und je weiter ich die Blende öffnen kann, das ist eine fotografische Grundlage, ist eine Tatsache, desto unschärfer wird der Hintergrund. Das heißt, dieses Objektiv ist jetzt nicht gerade ein Objektiv, mit dem ich extrem unscharfe Hintergründe hinkriegen kann, indem ich die Blende öffne. Aber grundsätzlich ist dieses Objektiv als Videokamera sehr, sehr gut geeignet. Es hat einen Brennweitenbereich von 15 bis 45 Millimetern. Das entspricht ungefähr 30 bis 80 Millimeter im umgerechneten kleinen Bildformat. Ich habe also die gängigsten Brennweiten in der Tasche, um damit unterwegs zu sein. Und vor allem ist es ein IS-Objektiv, es hat also einen integrierten Bildstabilisator. Ich kann also durchaus ein bisschen aus der Hand filmen und fotografieren, ohne dass gleich alles brutal verwackelt. Und es ist ein STM-Objektiv, es hat also einen extrem leisen Autofokus-Motor, der sich also nicht auf die Kamera überträgt. Das heißt, die Autofokusgeräusche, wenn die Kamera scharf stellt, die nehme ich nicht automatisch im Video mit auf. Das ist bei älteren Objektiven, die eben nicht diesen STM-Motor drin haben, tatsächlich ein Problem, weil immer, wenn der Autofokus sich justiert, dann macht es halt nicht so gut. Also da ist das Objektiv sehr gut geeignet. Ja, dann zeig uns doch mal, wie man die Ja, M200 fürs Filmen einstellt. ganz simpel. Also wir haben hier oben den Einschaltknopf. Ich drücke auf On, dann geht die Kamera an. Ich stelle das Moduswahlrad auf die Einstellung Video. Dann erscheint hier hinten auf dem Display eine ziemlich umfangreiche Anzeige mit Informationen, was die Belichtung angeht, wie die Kamera jetzt eingestellt ist. Hier oben links ist das wichtigste Symbol. Ich touch da drauf. Ich tippe da drauf. Und dann habe ich ein Display, das mir zeigt, ich kann entweder manuell belichten. Das ist jetzt die fortgeschrittene Technik. Ich stelle Blende, Belichtungszeit, ISO-Wert und so weiter manuell ein. Oder ich gehe in die automatische Videobelichtung. Das ist natürlich für Schnappschüsse, für Familienfilme, wie auch immer, die ideale Möglichkeit, um ganz schnell Material zu erzeugen. Auch für Vlogger natürlich, wenn ich irgendwo untertags draußen bin, der Himmel halbwegs bewölkt ist oder ein bisschen bedeckt, also keine zu harten Schatten, die Belichtung also unkritisch ist, dann würde ich immer automatisch belichten. Das macht die Sache einfacher. Ich drücke dann hier mal auf OK. Und habe jetzt eben die Möglichkeit, meine Kamera ins Motiv zu halten und kann über den Start-Button, über den Record-Button hier hinten oder eben über das Touch-Display die Videoaufnahme starten und beenden. Und brauche ich immer ein Stativ, um zum Filmen, oder kann ich es auch aus der Hand machen? Gibt es da Möglichkeiten? Du sagtest ja vorher irgendwas mit aus der Hand. Eben, man hat tatsächlich die Möglichkeit, mit der Kamera auch aus der Hand zu filmen, selbst wenn ich mich jetzt bewege. Weil viele Vlogger machen das, zum Beispiel so Reisevlogger, die gehen halt irgendwo und filmen sich dabei, während sie durch eine Landschaft gehen und erklären was dazu und halten die Kamera vor sich.
Also ich persönlich würde sagen, es ist grenzwertig. Wenn es mal so schnell irgendwie reportageartig sein darf, okay, kann ich machen. Der Bildstabilisator des Objektivs und auch der Bildstabilisator, der nochmal zusätzlich in der Kamera ist, also übers Kameramenü erreichbar ist, die funktionieren relativ gut. Schauen wir uns kurz diesen Menüpunkt an. Hier im Kameramenü gibt es den Punkt IS-Einstellungen. IS bedeutet Image Stabilizer, also hier geht es um die Bildstabilisierung. Und der IS-Modus ist hier standardmäßig eingeschaltet, den könnte ich auch ausschalten. Und dann gibt es noch den Digital-IS. Wenn ich den aktiviere, dann berechnet die Kamera, das ist quasi eine softwareseitige Bildstabilisierung. Das heißt, die Kamera analysiert ein Videobild. Und wie soll man das erklären? Dieses Bild wackelt. Und um dieses Verwackeln auszugleichen, reduziert die Kamera die Auflösung bzw. den Bildausschnitt und versucht, jedes Bild irgendwie so anzupassen, dass das Wackeln per Software ausgerechnet wird. Und dabei fallen Ränder weg. Das heißt, insgesamt wird das Bild ein bisschen kleiner oder die Auflösung wird ein bisschen geringer und die Kamera steuert praktisch über eine Software dagegen. Sowas kann man auch am Computer machen, funktioniert am Computer noch besser. Aber die Kamera hat sowas praktisch menüseitig auch dabei. Das ist eine Sache, da würde ich sagen, kann man ausprobieren bei leichten Bewegungen, also wenn es jetzt nicht wirklich fürchterlich wackelt. Aber es geht schon auch mit einer Reduzierung der Bildqualität einher. Also dieser Digital-IS ist möglich, aber grenzwertig. Alles, was wir hier heute zum Thema Filmen erfahren, könnt ihr übrigens auch nachlesen in unserem Buch über die M100-200, vom Autorenpaar Sänger geschrieben, um das Beste aus eurer kleinen Kamera herauszuholen. Unten in der Beschreibung findet ihr den Link dazu. Genau, gerade zum Thema Film gibt es da eine Menge nachzulesen, das wir jetzt hier alles gar nicht besprechen können. Also da ist euch das Buch sehr ans Herz zu legen. Das führt mich gleich zu meiner nächsten Frage. Kann ich denn auch Zeitraffer- und Zeitlupenvideos machen? Natürlich, eine moderne Kamera wie die M200 hat natürlich die Möglichkeit, Zeitraffer, Zeitlupen zu machen. Zum Thema Zeitlupe, es kommt darauf an, vielleicht sagt euch das was, das Videosystem. Wir leben ja hier im mitteleuropäischen Raum mit dem Videosystem PAL. Die Amerikaner im nordamerikanischen Raum haben das Videosystem NTSC. Das hängt damit zusammen, dass die Frequenzen, die Stromfrequenzen unterschiedlich sind. Also wir haben eine Netzspannung von 50 Hertz, die Amerikaner haben eine von 60 Hertz. Deswegen haben wir hier im mitteleuropäischen Raum eine Standardbildwiederholrate von 25 oder 50 Bildern pro Sekunde, die Amerikaner 30 bzw. 60 Bilder pro Sekunde. Wenn man jetzt an dieser Kamera das Videosystem umschaltet, also jetzt hier ist es natürlich im PAL-System. Wenn ich im PAL-System bin, habe ich maximal Zeitlupe 100 Bilder pro Sekunde als Möglichkeit. Das heißt eigentlich eine vierfache Zeitlupe, da man ja normalerweise Bilder, also Videos im Internet mit 25 Bildern pro Sekunde abspielt. Das heißt, wenn ich 100 Bilder pro Sekunde aufnehme, das Ganze dann reduziert wiedergebe, habe ich also eine verkürzte Geschwindigkeit auf ein Viertel der Zeit oder ein Viertel der Geschwindigkeit. Wenn ich noch krasser filmen möchte, also noch krassere Zeitlupen haben möchte, dann muss ich intern das System auf NTSC umstellen und dann habe ich 120 Bilder pro Sekunde zur Verfügung. Also Zeitlupe funktioniert wunderbar mit dieser Ja, kleinen wobei Kamera. mir gerade eine Sache noch einfällt, das ist ein Hinweis, der ist wichtig. Heutzutage ist ja 1080p als Videoauflösung, also 1080 Zeilen, Standard, auch im Internet. Wenn man hochqualitative Videos anschaut, ist 1080p eigentlich der Standard. 4K ist die nächste Generation. Aber zum Thema Auflösung, Zeitlupenvideos gehen nur in der Auflösung 720p. Sie haben also eine geringere Auflösung als so dieses Standardformat. Damit muss man leben. Also das muss man vorher wissen. Das heißt, wenn ich jetzt einen Film in 1080p schneide, muss ich dieses Videomaterial, das mir die M200 liefert, in der Zeitlupe hochskalieren von 720 auf 1080p, was dann auch wieder mit gewissen Verlusten behaftet ist. Aber Okay, das muss man wirklich muss wissen, man ja. wirklich wissen vorher. Und was ist mit Zeitraffer? Zeitraffer, dafür gibt es ein eigenes Menü. Schauen wir uns das hier im Kameramenü an. Wir sind hier wieder in den Aufnahmeeinstellungen im zweiten Register. Da gibt es den Punkt Zeitraffer Movie.
den kann ich hier aktivieren und habe hier verschiedene Szenen, die ich als Zeitraffer, ohne mir jetzt groß Gedanken zu machen über die Aufnahmeintervalle, einfach auswählen kann. Zum Beispiel hier bewegte Motive wie laufende Personen werden mit Szene 1 aufgenommen. Es gibt drei verschiedene Szenen, je nachdem, wie schnell eine Bewegung ist, die ich aufnehmen möchte, kann ich hier aktivieren. Und ich habe die Möglichkeit, wenn ich denn jetzt wirklich der Zeitraffer-Freak bin und alles ganz genau selber einstellen möchte, in welchem Abstand die Kamera Aufnahmen macht, kann ich ja auch alles manuell festlegen. Also da ist die Kamera perfekt ausgestattet. Ja, alles möglich sozusagen. Genau. Und wie sieht es denn mit der Tonaufnahme aus? Brauche ich da ein externes Mikro oder reicht es, ja, was da, damit da dabei sind wir jetzt, ist? Da sind wir jetzt auf, bei einem Punkt, da würde ich sagen, als Canon, ouch. Ton ist so eine Sache bei der Kamera. Sie hat hier oben auf dem Gehäuse zwei Tonöffnungen, also zwei Mikros. Ich kann Stereoton aufnehmen. Mhm. Ich kann den Ton auch über das Kameramenü manuell aussteuern. Ich kriege auch eine Aussteuerungsanzeige auf dem Display, sobald die Kamera läuft, sobald der Videomodus aktiviert sehe ich über zwei Aussteuerungsbalken, ob der Ton zu laut oder zu leise ist. Aber diese beiden Mikrofonöffnungen hier oben sind extrem windanfällig. Also da haben wir ein bisschen rumprobiert. Sobald auch nur das leiseste Lüftchen weht, habe ich hier ein enormes Wummern drin, ja, das ich auch nicht über eine Windunterdrückung oder irgendwas rauskriege. Also diese Mikrofone, die eingebaut sind hier, die sind wirklich nur für Windstille oder in Innenräumen halbwegs geeignet. Ich sage halbwegs, weil der interne Ton von Kameras immer so eine Sache ist, gut für so ein Vlogging-Ding, passt es schon, aber wenn ich wirklich guten Ton haben möchte, dann bräuchte ich eigentlich ein externes Mikrofon. Und jetzt sind wir beim zweiten Punkt. Ich kann an der M200 keine externen Mikros anschließen. Also ich kann nicht irgendwo ein externes gutes Mikro dazu nehmen. Ich bräuchte also tatsächlich ein zusätzliches Aufnahmegerät, wenn ich wirklich guten, perfekten Ton haben möchte. Und das muss ich dann hinterher im Videoschnitt zusammenfügen. Das ist natürlich ein Minuspunkt. Ist ein für mich persönlich tatsächlich ein kleiner Minuspunkt. Also da zumindest irgendwo einen Klinkenstecker sollte möglich sein, dass ich ein externes Mikrofon anschließe. Das ist ein echtes Problem. Zudem, gut, vielleicht kann man das von so einer kleinen Kamera auch nicht erwarten, aber hier gibt es auch keinen Zubehörschuh. Es gibt Kameras, die haben einen Zubehörschuh, also so einen Blitzschuh mit Kontakten. Da kann man auch Mikrofone des jeweiligen Herstellers aufstecken und die Mikrofone kommunizieren dann mit der Kamera. Also sowas ist hier bei der M200 auch nicht vorgesehen. Aber dafür gleicht es das doch andere Features. Ja, uns. Absolut. Klar. Wie sieht es denn aus? Man nimmt ja heutzutage alles in 4K-Videos auf. Sollte man immer diesen 4K-Modus wählen oder? Also wenn ich denn diese Auflösung brauche, warum auch immer, um zum Beispiel dann hinterher in der Videobearbeitung vielleicht einen kleineren Bildausschnitt zu wählen, dann ist 4K natürlich sinnvoll. Oder wenn ich darauf angewiesen bin, 4K-Material irgendjemandem zu liefern. Aber ich persönlich würde sagen, die Kernkompetenz der M200 liegt im Bereich 1080p, also in der normalen Full-HD-Auflösung. 4K hat auch tatsächlich eine ganz oder zwei bestimmte Einschränkungen und eine davon ist meiner Meinung nach auch gravierend. Erstens verändert sich der Bildwinkel, wenn man in 4K aufnimmt. Das heißt, man hat bei der 1080p-Auflösung einen gewissen Bildwinkel, der sich, sobald ich auf 4K umschalte, reduziert. Das heißt, ich kann keine wirklichen Weitwinkelaufnahmen mehr machen. Wenn ich jetzt irgendwo draußen bin und so einen Establishing Shot machen möchte, das ist praktisch so das Intro eines Videos, um zu zeigen, hier bin ich, macht man mit einer Weitwinkelaufnahme. Da stößt die M200 sehr schnell an Grenzen bei 4K. Zweiter Punkt, der wirklich schnelle Dual-Pixel AF der M200 funktioniert nur, wenn ich 1080p aufnehme. Das heißt, so die Sachen Gesichtserkennung, Autofokus, bewegte Motive nachverfolgen funktioniert in 1080p mit dem schnellen Dual-Pixel AF. Der funktioniert aber leider nicht in 4K. Also 4K ist eher was dann für statische Aufnahmen, wenn ich auf den Autofokus verzichten kann, weil hier nur ein phasenbasierter Autofokus greift. Also das sind die zwei Einschränkungen bei 4K. Also es gibt doch einiges zu wissen und zu beachten, ja, beim Filmen. Doch. Wir freuen uns auch über eure Kommentare. Schreibt uns eure Erfahrungen rein. Das ist immer ganz interessant. Ja. Und wir freuen uns natürlich über einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Und sehen uns hoffentlich bald wieder bei Bildner TV. Ciao. Ciao.